Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Elite Dangerous. Es geht weiter mit unserem Community Goal. Wir haben uns einen neuen Rohstoffabbaustandort ausgesucht, der hoffentlich etwas gefährlicher ist und etwas mehr Leute beherbergt, die wir abschießen können. Und da fliegen wir jetzt erstmal kurz hin. Der ist in 700 Lichtsekunden Entfernung und dann gucken wir mal, ob es da etwas mehr Party gibt als bei dem letzten. Genau. Und mehr musst du gar nicht unbedingt sein. Ich meine, das sind ja drei nebeneinander. Beim letzten waren es zwei und da haben wir schon 360.000 Credits oder so rausgeholt. Also von dem her. Intelligenz. Was hast du denn gemacht? Ich bin so ungefähr mit. Hä, was? Okay. Ich bin so ungefähr mit Vollschub gegen den Rand von dem Ausflugbereich geknallt. Oh, gut. Und? Ich habe den äußeren Schildring gekillt. Na, so langsam das war. Gab's kein Kopfgeld? Doch, es gab kurz, also er hat sich kurz wieder beschwert, dass ich gerade irgendwas übertreten würde. Ja gut, aber was Kopfgeld wahrscheinlich daran lag, dass ich aus Versehen wieder Richtung Station reingeflogen bin. Deswegen hatte ich da kurz einen Countdown. Ich hoffe mal nicht, dass ich jetzt irgendwo... Nee, unter Transaktionen steht kein Kopfgeld. Gut. Ah, sehr gut. Ich dachte so, super schnell hinter UVP und dann so, nein, das war ungenau. Zu schnell. Schade. Ah, schneller, schneller. Nein, zu schnell, zu schnell. Zu schnell. Bam! Vorbei. Oder vielmehr nicht vorbei, in dem Sinne. Vorbei wäre ja optimal gewesen. Ja. Also die Beschleunigung ist jetzt aber gerade bisher nicht so toll. Nein. Ist eher unterirdisch. Statt überirdisch. Ha! Schlechte Weltraumwitze voraus. Ja. Ich hab doch schon drei Folgen Mixed in Starbound ertragen. Ach, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Sag mal, was macht der denn? Ich glaube, der ist auch vorbeigeflogen. Da kreist gerade ein Schiff um den Rohstoffabbau. ja doch. Um den Planeten da hinten. Hä? Was macht der da? Ich glaube, der hat getrunken. Ich sehe auch was sich gerade im Kreis bewegt. Das sieht auch sehr schön aus. Sehr ich glaube, wir sprechen vom selben. Du kannst ja nicht weit hinter mir sein. Ja, ich bin nicht weit hinter dir. Ich habe ja gerade noch deine Markierung gesehen. Ich glaube, jetzt rammt es mich gleich. Merke, niemals betrunken Elite spielen. Es werden schlimme Dinge passieren. Ah, herrlich. Ah, da. Ah, vielleicht mal ein bisschen schneller bremsen, oder ein bisschen stärker bremsen. Wieso? Wie viel Zeit steht noch dran? Ah, 10 Sekunden. Ach so, das geht ja noch. Bei mir sind es jetzt noch 6. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Ja, okay, aber ich glaube, das jetzt sind es drei. Ist das oberhalb oder unterhalb von dem Ring? Bremsen. Ja, irgendwie überhaupt nicht im Ring. Ja, oh, okay, doch, scheinbar schon. Ach komm, jetzt habe ich... Ah. Notstop. Schissel. 24 Kilometer weit weg. Ah, okay, 1,3 Megameter. Oh. Ja, war nicht ganz so genau. Ja, etwas ungenau. Ein paar hunderttausend Kilometer. Fühlte sich etwas näher an. Im Moment, ein Megameter okay. Sind 1000 Kilometer. Also ein paar tausend Kilometer. Auch nur ungefähr eine Stunde, 10 Minuten dauern. Ach, das kann man ja mal machen. Ist doch nichts dabei. Mach bei ich mal am Wochenende. Ja, genau. Bei Maximalgeschwindigkeit sind 56 Minuten. Also wenn man theoretisch dauerhaft durchboosten würde. Was ja gar nicht geht. Also bei mir ist jetzt gerade mit einem Boost 30 Sekunden. Sehr gut. Oh, hier sind ja schon Schiffe unterwegs.
So. Huch, da ist gerade irgendwas vorbeigeflogen und hat gesagt, eine Niete. Zu mir. Scan detected. Ja, Frachtscanner am Start gehabt. Der, das wird wohl jemand gesucht zu sein. Ach komm. Ah ja, da. Bitte. Er so, ja, Dropout kannst du machen. Ich so, ja, okay, dann mach mal. Er so, 400 Kilometer. Ja, danke. Das sind zwei Eagles. Ich glaube, das nimmst du mir jetzt nicht krumm, wenn ich da schon mal drauf gehe. Kommt drauf an, wie teuer die Eagles sind. Die bringen doch eh nichts. Ja. Irgendwie viermal draufgeschossen oder so und weg war das Ding. Krieg bei 83 Kilometern. Naja, 11.000 habe ich jetzt dafür bekommen. Bei wie vielen Kilometern bist du jetzt? 88. 88, das geht. Das sind irgendwie so 3 Minuten oder so. Na, 4 Minuten wären's. Ja, ich war gar nicht so schlecht. So, kurz noch ein Sprüngchen gemacht und schon sind es nur noch 27 Kilometer. Ah. Ah, du bist aber in 33 Kilometern Entfernung, das heißt, du bist am anderen Ende. Sehr gut. Gut. Soll ich mal trotzdem direkt zu dir fliegen? Ja, mach mal. Ach ja, übrigens, der neue Energieverteiler hat es gebracht. Ich würde jetzt mal sagen, ich kann jetzt locker 50 Sekunden oder so im Dauerfeuer schießen, bis die Kondensatoren leer sind. Okay. Im Gegensatz zu den 15 Sekunden vorher oder so. Das ist ja schon mal nicht ohne. Was sägst du da alles ab? Ich hab aktuell jetzt nichts mehr, nur zwei Igel. Igel. Igelses. Igeletten, ja. Genau. Igeletten. Er kennt sie nicht. Hey, der gesuchte Python in dem Geschwader. Wie groß ist das Geschwader? Zwei. Ich muss nur den anderen Teil vom Geschwader mal finden, um zu wissen, was das ist. Das wäre gut. Eine Orca. Eine Anaconda. Das ist sehr. Das war ganz schön weit entfernt, die Markierung. Ich finde den anderen Teil vom Geschwader bisher nicht. Ach, verdammt. Ach, die fliegen weg von mir, deswegen. Hast du das noch markiert oder ist die Markierung nee, verloren gegangen? Ist verloren gegangen. Oh. 7 Kilometer. Ah, noch da noch, hier. Da, ich hab sie wieder. Ich gebe mal ein bisschen Gas jetzt. Also, was heißt ein bisschen Gas? 200 Kilometer pro Stunde. Ah, ja, 4, sag mal, wenn du drauf schießt. Okay, oder jetzt. Wenn du in Reichweite warte mal, bist. Ich habe aber immer noch den anderen Teil vom. Nicht nur noch nicht den anderen Teil vom Geschwader gefunden. Das da? Ach, nein. Ich weiß es nicht. Ah, was ist das da? Eine Adder? Gehört die dazu? Ja. Diamond Back Erkunder. Ne, die Adder gehört nicht dazu. Der Diamond Back Erkunder kommt da. Ach, da ist der Diamond Back Erkunder. Der ist gehört da drunter. Ne, der ist in einem Dreiergeschwader. Die Python war in einem. Zweiergeschwader. Wo ist jetzt die Python? Die ist da drüber. Da drüber? Hast du die wieder? Ah ja. Ja. Ach, gehen wir einfach mal auf die Python. Ich guck gerade ganz böse in meine Richtung. Okay, ich schieß mal drauf. Ja, ich versuche, ich schieß einfach mal drauf. Ganz gut. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das mit meinen 4 Bratlasern läuft. Sieht interessant aus auf jeden Fall, aber da sind sie auch schon leer. Bei dir. Ja, richtig. Nein, nicht rammen. Das reicht so ungefähr für 3 Laser im halbwegs Dauerfeuer. Reicht das. System Link Error, Security Response Unavailable. Aha, gut. Nett, das hatte ich vorhin, glaube ich, auch mal kurz. Meine ich. Ja, abwechselnd schaffen es ungefähr 3 Laser, da drauf zu schießen. Obwohl ich volle Energie auf den Waffen habe. Das heißt, ich brauche nur einen besseren Energieverteiler. Ja, also ich glaube, mein Energieverteiler ist jetzt nicht schlecht. Aber wenn ich da nochmal bessere Waffen reinhaue, brauche ich auch nochmal einen besseren Energieverteiler. Ja. Und. Nein. 2%. 1%. So, weg. Kaputt. Die hat mich jetzt dauerhaft beschossen und meine Schilde waren jetzt
ganz zum Schluss, glaube ich, noch weg. Nein, die sind immer noch da. Aber sie sind gleich weg. Ich bin gerade wieder beschossen. Ja, ich sehe aber nicht von was. Jetzt sind meine Schilde weg. Wow! Nein! Was schieße ich denn da? Ich weiß nicht, aber RCS macht verdammt viel Schaden. Simon, Deckerkunder. Weg hier! Aufschießen? Oder? Ja, schieß drauf! Ich hab noch 52% Hülle. Warum hat der so viel Schaden gemacht? Ich hab keine Ahnung. Also gut, ich meine, meine Schilde waren jetzt weg. Ich weiß nicht, wie meine Hülle ist. Das ist ein Erkundungsflugzeug. Oder, ich meine, ich hab meine Schilde schon mal verbessert, aber ich hab noch die normale Standardhülle. Also wäre möglich, dass das das Problem ist. Ach Gott, ey. Muss gleich echt mal gucken, ob ich nicht einen besseren Energieverteilhilfe kriege. Okay, bist du noch in der Nähe von dem Diamondback-Erkunder da? Ja, ja. Okay, noch 87% Hülle. Ich komme mal wieder langsam zurück jetzt. Meine Schilde sind gleich halb voll. Scan detected. Oh, der ist aber weniger als ich. Merke ich gerade. Ja, das wäre möglich. Nee. Ich kann mich nämlich gerade nicht so drehen, dass ich ihn treffe. Ah, ja, da ist er wieder. Halt gleich schon wieder Schilder, das kann nicht sein. Das kann nicht angehen hier. Jetzt ist er wieder weg. Ah! Jetzt hat er wieder Schilder. Ja, ich sehe es. Der strölt ja. Ich noch nicht. Kannst trotzdem draufballern. Letztlich. Nein! Nein! Aber rammen solltest du nicht. Hm? Ich bin tot. Was? Hä? Wie? Hast du ihn gerammt? Ja, ich wollte ihn nicht rammen. Ich wollte noch ausweichen, aber es war zu spät. Und da ich keine Schilde mehr hatte und meine Hülle noch das Standardding ist, bin ich jetzt tot. Das ging schnell. Ja. Hat der erste Tod mit der Waldschein nicht lange auf sich warten lassen. Hm. Verdammt, das schöne Kopfgeld von den zwei Eagles davor und der Python. Ja gut, ging ja noch. Hätte schlimmer sein können. Deswegen ist es ganz gut gewesen, dass wir gerade zur Station geflogen sind. Das Blöde ist, es gibt hier keine bessere Hülle. Toll. Gibt's dann bessere Schilde? Noch besser? Moment, keine Ahnung. Lass mich mal kurz gucken. Also Geld habe ich jetzt bestimmt nicht mehr dafür. Ich habe noch 303.000 Credits. Hm. Das reicht glaube ich nicht mehr für die Versicherung jetzt. Oh, das ist aber nicht so geil. Moment, Schildgeneratoren. Modul-Typ. Oh Gott, ey. Das kann doch nicht sein. Wie lange soll das denn mit dem Aufklärer hier noch dauern? Ja, Schildgeneratoren gibt es noch einige, die... Er hat noch 27, 26 Hülle. Ja, Schildgeneratoren gibt es auch einige, die besser sind. 3 Stück. Mein aktueller hat 189.000 gekostet und der beste kostet 5.100.000. Das sind fast 5 Millionen mehr. Cool. Aber die haben hier einfach keine bessere Hülle. Moment, lass noch mal gucken. Wie viel kostet das jetzt Versicherung? 375.000, verdammt. Ich muss irgendwoher kurz Geld bekommen. Ich muss den Treibstoffsammler verkaufen. Ich muss irgendwas mal loswerden jetzt. Beispielsweise. Nee, den doch nicht. So. Dämlichen Dings habe ich jetzt abgesägt. Hat aber ewig gedauert. Irgendwer ballert hier noch. Ich will das aber nicht verkaufen. Vielleicht eine billige Lebenserhaltung? Oh, da ist gerade... Ja, nein. Eine gesuchte Anaconda? Da schießen schon ein paar Leute drauf. Ich gehe mal mit drauf. Ach, was soll's, dann fliege ich jetzt halt mit nicht genug Geld. Ich versuche einfach nicht zu sterben. Versuchst du sonst zu sterben, oder? Nein. Aber ich werde noch weniger risikofreudig als sonst fliegen. Ich verkaufe doch jetzt nicht. Oder?
Also ich würde den Treibstoffsammler verkaufen. Also gut, dann verkaufe ich den zwischenzeitlich. Also, ja gut, zwischenzeitlich. Wir brauchen ja jetzt aktuell, wenn, solange wir jetzt in den Systemen sitzen, brauchst du den ja überhaupt nicht. Solange ich ihn nachher wieder bekomme. Ja, ich meine, wird man, sonst kannst du auch irgendein anderes, trivialeres Modul rauswerfen. Ja, ich habe leider nichts, was nicht so ich viel... sonst so... Ja, richtig. Ich habe einen Treibstofftank, aber der bringt nur 3000 oder sowas. Ja, toll. Und mir fehlen 70.000 oder so. Also der Treibstoffsammler bringt mir jetzt 178.000. Also gut, weg damit jetzt. So. Na toll, jetzt habe ich nichts mehr davon im Navigationsdingens. Oh, kann es sein, dass ich jetzt der Letzte bin, der auf die dumme Anaconda schießt? Nein! Was? Ach, Mann. Sie hatte noch 12% Hülle und dann ist sie weggesprungen. Weil ich zum Ende hin war ich jetzt, glaube ich, die letzten 10% gefühlt, war ich der Einzige, der noch auf das Ding draufgeschossen hat. Vorher haben da noch drei andere draufgeschossen. Aber keiner von denen hat er halt mitgezogen. Sonst hätte ich halt schön die Anaconda absäbeln können mit denen. Und die so, nö. Na, der ist gesucht, aber den Python alleine habe ich jetzt nicht so Bock drauf. Ein bisschen sehr riskant. Ein bisschen. Ja. Ein Hauch von. So, hier, hörst du das Resource Extraction Site? Edda. Gefährlich, aber gesucht. Na ne, Edda ist aber auch ein bisschen stark. Zumindest uns alleine um zu bolzen. 4, 3, 2, 1, engage. Das war jetzt echt unepisch. Echt bitter. Ich wollte noch ausweichen, auf einmal fliegt die voll in mich rein. Komplett Hülle weg. Geil. Na gut, ich meine, ich hatte nur noch 52%, aber trotzdem. Papphülle. Ja, da muss eine bessere Hülle rein. Blöd nur, dass es hier keine gibt. Ja. Und bessere Schilde kosten gleich. Ohne Ende jetzt noch. Irgendwie säbelt die Edda doch ganz gut auf der Python darum. Weil die Python keine Schilde mehr hat. Aber ja gut, die Edda frisst jetzt gerade, weil sie von der Python beschossen wird. Wie viel Prozent hatten die Python noch? Also die Edda hat 71 und die Python hat 65. Ja, okay. Weil die haben beide halt noch Schilde gerade. Bis dahin bin ich vielleicht da. Ah, okay, die Edda wird gerade zersägt. Oh, die Edda wird fett zersägt. Okay, da schießen wir mit drauf kurz. Ach, die sind beide gesucht? Ja, die sind beide gesucht. Hast du das schon mal gesagt? Gegenseitig. Nur, dass die Python gerade halt die Edda voll zersäbelt. Ich halt dann so jetzt den Lucky Punch lande und mit auf der Edda rumsäbel. Ich bin in schätzungsweise 30 Sekunden da. Ja, also die Edda hat jetzt noch 11% Hülle. Die Python markiere ich gleich mal. Ja, aber die Edda, die hat es hinter sich. Hat aber auch nur 18.000 gebracht. Die Python hat fast keine Schilde mehr und 65%. Warte ich lieber, bis du wieder da bist, weil ich hier 15 Kilometer von dem Abbauort entfernt bin. Ja. Yatima heißt der. Ich bin noch 20 Sekunden weit weg. Ja, hau rein. Eine Lichtsekunde. 0,5 Lichtsekunden. 0,25 Lichtsekunden. Ja, ich flieg gleich vorbei. Na gut, wurde Stopp zu nahe. Und wie weit bin ich weg? Ja.
Ach ja, 57 Kilometer, das geht aber. Ah, würde ich aber noch mal einmal springen kurz. Na gut. Ja, sonst wird das nichts mehr mit dem Mitarbeiten hier. Das war der nächste Notstopp. Jetzt bin ich noch 29 Kilometer weit weg. Wenn ich durchbooste, 1,20. Kann man mal machen. Ich leg mal eben die volle Energie auf den Antrieb, dann kann ich quasi fast durchboosten. Kann ich. Mit voller Energie auf dem Antrieb kann ich wirklich durchboosten. Bist du da? Ich bin gleich da. Ach, da hinten fliegst du rum. Weil gerade irgendwer noch die Python mit beschießt. Nein, noch nicht. Du bist aktuell noch 10 Kilometer weit weg von mir. Ja, okay. Boah. Ah, ich habe die Python markiert. Dann schieß mal drauf. Hat er nicht mehr viel. Moment. Sie ist noch zu weit weg zum Draufschießen. Noch 4,5 Kilometer. Oh ja, aber ab 2 kannst du drauf schießen mit dem Strahlenlaser. Ab 3. Ab 3 sogar schon? Ich weiß. Ja, okay. Weniger als 3,0 Kilometer jetzt. Gut, ich hab drauf geschossen. Sehr gut, dann senken wir sie jetzt weg. Scan detected. Und weg. 80.000. Ja, 79.000 irgendwas. Ja, kann man jetzt gefühlvoll runden auf 80.000. Ah, da ist eine Viper, eine gesuchte. Ist markiert? Ja. Auch schon beschossen. Sehr gut. Ich habe irgendwie das Gefühl, in Hazardous Gedöns, da ist doch mehr los. Uch, die frisst aber. Hast du schon drauf geschossen? Hast du schon? Ja, ja, habe ich. Okay. Das war knapp. So. 50, bumm, weg. Ah, hier beschießt mich was. Das war wohl der andere Teil des Geschwaders, die waren im Zweiergeschwader. Achso. Nee, komm schon. Das bist du. Hab ich jetzt markiert? Nein, das war eine Anaconda. Und ich hieß da blind drauf. Nein. Gut. Das ist wirklich eine Anaconda. Wir hauen mal kurz ab. Ja. Nein, so habe ich jetzt nicht gemeint. Ich dachte einfach mal kurz aus der Reichweite fliegen, bis sie uns wieder vergessen hat. Okay. Oh, die Folge ist übrigens dann auch... Andererseits war die Idee mit dem wir springen mal weg gar nicht so schlecht. Warum? Weil mich da gerade etwas beschießt. Okay. So die dumme Befürchtung habe, dass das noch die Anaconda sein dürfte. Ja, die ist hinter dir her. Jetzt ja. Ist sie aus meiner Reichweite verschwunden. Das ist super. Ah, ich musste mal ein bisschen durch. Ja, das mache ich auch gerade. Aber gut, ich sollte jetzt weit genug weg sein. Also gut, dann würde ich mal sagen, wir könnten die Folge mal jetzt beenden, oder? Ja, wenn ich rausgesprungen bin, können wir das machen. Ah, du bist rausgesprungen. Also wenn ich jetzt Richtung Station fliegen kann. Gut, dann können wir die nächste Folge einfach... Ach, die fangen wir dann gleich an. Dann kann ich in der Zwischenzeit mal ein bisschen was sammeln. Du hast ja gerade eben auch ein bisschen gesammelt, während ich weg war. Ja, ja. Gut, dann bis zur nächsten Folge. Tschüss. Bis dahin.